Bonjour. Entschuldigen Sie bitte. Einen Moment. Nein, warten Sie, warten Sie. Ich suche Sie schon seit 10 Tagen. Hören Sie, ich möchte nur mit Ihnen sprechen. Bitte. Ich bin Pierre Gaitner vom CNSMP. Also Leiter der Klassikabteilung des Pariser Konservatoriums. Sie sind Student, nicht wahr? Wo haben Sie studiert? Ich habe selten jemanden so spielen hören wie Sie. Ihre Bach-Interpretation ist sensationell. Was wollen Sie? Hören Sie, kommen Sie doch mal zu mir ins Konservatorium. Dann können wir ganz in Ruhe reden. Hier ist meine Karte. Nehmen Sie doch, das verpflichtet Sie zu nichts. Rufen Sie mich an. Nehmen Sie sie, bitte. Rufen Sie mich an. Ich hoffe, wir sehen uns. Diese Hände sind dein wertvollster Besitz. Sie werden dir das ermöglichen, wofür du gemacht bist, für die Musik. Ich habe selten jemanden so spielen hören wie Sie. Ihre Bach-Interpretation ist sensationell. Was wollen Sie? Kommen Sie doch mal zu mir ins Konservatorium. Ich habe einen guten Plan. Bist du interessiert? Polizei! Bleib stehen! 6 Monate gemeinnützige Arbeit für Monsieur Malinsky. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, Monsieur Gaitner. Keine Ursache. Also die gemeinnützige Arbeit ersetzt die Haftstrafe. Sie wissen sicher, dass in dem Kontext die Wahl dieses Jahr von entscheidender Bedeutung ist. Seit 3 Jahren hat keiner unserer Schüler den Preis gewonnen. Unser Renommee leidet darunter und ich rede nicht von den Budgets. Morgen. Treffen im großen Saal um 6 Uhr in der Früh, bevor Ihr Dienst anfängt. Setzen Sie sich. Sie haben Unterricht bei der Gräfin Mademoiselle Elizabeth Buckingham. Die Gräfin ist die Beste. E-C-E-G. Wir geben Ihnen eine Riesenchance. Das scheint Ihnen nicht klar zu sein. Ist es wahr, du spielst jetzt Klavier? Gemeinnützige Arbeit? Ich gehe nicht zu dem Wettbewerb. Begreifst du nichts? Der Grand Prix d'Excellence war für alle großen Pianisten der Anfang. Ab jetzt ist das euer Unterrichtssaal. Was steht da? Diminuendo und Piano a Tempo. Und woran denken Sie dabei? An Kaffeekapseln? Der Wettbewerb findet in etwas mehr als 4 Monaten statt.
Geben Sie sich Mühe, fangen Sie mit der Arbeit an. Du schaffst es! Er erkennt, dass das Kostbarste in seinem Leben die Musik ist. Und ich denke, das verbindet uns alle. Sie spielen, weil sie nicht anders können, weil es für sie lebensnotwendig ist. Sie haben die Musik in sich.